Hallo und herzlich willkommen zum ersten Stadtupdate hier auf meinem Kanal. Heute werden wir in der Fußgängerzone an dieser freien Stelle hier ein Haus hinbauen. Das wird ein Mock sein, also ein selber gebautes Haus, das auf einem Set basiert. Aber das werdet ihr dann gleich sehen. Es wird wahrscheinlich mit dem Platz nicht ganz aufgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber mal gucken, wie es am Ende dann rauskommt. Ich fange dann mal an zu bauen und melde mich dann mit den ersten Baufortschritten wieder. Bis gleich. So, also da bin ich jetzt wieder. Also es tut mir leid, aber ich habe leider völlig vergessen, dass ich mich da zwischendurch mal melden wollte. Also tut mir leid, ich habe das Haus jetzt schon fertig gebaut. Also ich würde es euch mal zeigen, weil ich habe ja mich jetzt zwischendurch nicht gemeldet. Dann hätte ich euch das immer so Stück für Stück gezeigt. Aber Entschuldigung nochmal dafür. Ich fange dann mal an. Also das werdet ihr wahrscheinlich von irgendwoher bestimmt kennen. Es baut auf dem Süßigkeitenhaus, heißt es glaube ich, von Lego Creator auf. Ich habe es halt nach links, also hier zur Seite und nach oben erweitert. Also hier, das hier vorne, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist ja hier dieses Schaufenster, sage ich jetzt mal, mit diesem drehbaren Teil hier, wo halt die Sachen draufstehen. Ich habe es halt nur so gemacht, dass ich halt die Bögen hier oben und die Fenster hier unten einfach getauscht habe. Dann von vorne, also die Seite, die später zur Fußgängerzone hinzeigen wird. Hier ist ein Fenster mit Blumenkasten. Der Blumenkasten ist hier so ein Zaunelement. Und darauf sind dann einfach so Blüten verkehrt rum reingesteckt, also dass halt die Noppe nicht nach oben zeigt. Und dann halt einfach noch einen Stud in beliebiger Farbe drauf, damit es halt etwas bunter aussieht. Und das habe ich dann hier mit Brick Modifieds befestigt, einfach hier dran. Genau. Das hier ist die Eingangstür. Hier gibt es einmal zwei kleine Vordächer, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt eine Tür. Kann man aufmachen, kann man zumachen. Dann hier vorne ist gepflastert. Das habe ich hier wieder hingemacht. Diese Verzierung, die war auch beim Originalset dabei. Fand ich sehr schön. Hier, das ist einfach nur die Wand halt mit einmal Einsern, einmal Zweiern und so weiter Steinen draufgezogen. Hier in der Mitte noch Fenster und hier unten sind noch ein paar Mauerwerksteine verbaut. Dann von dieser Seite, die wird man später nicht sehen, weil hier, das soll später an ein anderes Haus angrenzen. Hier, das sind auch wieder, hier gibt es halt auch wieder ein bisschen weiße Wand. Und hier, das ist die Rückwand von einem Ofen. Dann hier ist eine Terrasse, da gibt es dann hier so zwei, Sitze hier, die bei dem Originalset dabei waren, beim Originalmodell. Und hier steht halt noch ein Tisch. Und außenrum ist dann hier halt einfach noch ein Geländer.
oben zur oberen Etage jetzt von außen ist jetzt auch nicht so besonders spektakulär. Also hier einmal gibt es halt eine Tür. Kann man auch öffnen und schließen. Dann hier einmal zwei Lichter. Und hier dann halt noch so eine Art Vordach oder Markise, sowas in der Art. Und hier gibt es dann einfach noch so ein paar Schrägen, damit es halt alles nicht so quadratisch aussieht. Dann hier auch wieder so Blumenkästen vor den beiden Fenstern. Weiße Mauer. Hier zwischen den beiden Stockwerken oder Etagen ist halt dieses Blau verbaut. Und hier halt auch wieder dieses kirschrote. Diese kirschroten Steine sind ja zwischendrin verbaut, auch hier zum größten Teil mit Mauerwerkmuster. Ja, genau, auf der Rückseite gibt es jetzt nichts zu sehen, die wird man später auch zum größten Teil gar nicht sehen. Hier gibt es einfach noch ein Fenster, hier auch wieder der Streifen weitergezogen. Hier vorne ist jetzt so ein bisschen Werbung sozusagen, also da ist halt hier so ein großes Eis, sowas in der Art befestigt. Ja, genau. In der unteren Etage von hinten, die ist offen. Da konnte ich mir eigentlich die Steine sparen, weil die wird man später gar nicht sehen. Und deshalb fand ich es da jetzt eigentlich nicht nötig, die auch noch von hinten zuzubauen. Dann würde ich mal mit der Einrichtung von dem Erdgeschoss anfangen. Also einmal gibt es hier so eine Verkaufstheke, da liegen halt so Backwaren aus. Hinten drin, ich glaube, das kann man jetzt nicht so gut erkennen, steht noch die Kasse. Dann hier gibt es einen Ofen und hier stehen dann halt noch so ein paar Sachen. Hier stehen auch noch ein paar Sachen zum Verkauf. Und ja, also hier hinten steht noch eine Eistruhe, aber die sieht man jetzt nicht so gut. Und hier gibt es dann noch so ein Lager sozusagen. Ja, das war es eigentlich auch schon zur unteren Etage. Dann führt hier die Treppe nach oben. Das Dach mache ich mal kurz weg. So, also die obere Etage ist komplett ausgefliest. Hier gibt es dann natürlich eine Absperrung zur Treppe hin. Die Flatiles hier an den Wänden sollen Bilder darstellen. Da hatte ich leider keine bedruckten Flatiles da. Ansonsten gibt es hier noch zwei Tische mit ein paar Stühlen. Und da hinten steht noch so eine Art, ja, Kasse. Dann noch kurz zum Dach. Ja, also ist jetzt nicht besonders spektakulär. Von unten halt verbunden, das sieht man nicht. Also von daher ist es kein Problem. Von oben... Das hier soll eine Lüftungsanlage darstellen. Und außenrum ist dann halt einfach hier noch so mit diesen Zaunelementen noch so eine Absperrung gebildet. Und dann halt einfach noch hier dieses Blatt. Da soll noch ein paar mehr drauf kommen, aber die habe ich im Moment nicht da. Ja, genau. Also das ist das Haus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Und jetzt tue ich das Ganze mal in der Fußgängerzone einbauen. Und dann zeige ich euch nochmal, wie es aussieht. Also bis gleich.
So, also ich habe das Haus jetzt mal hier in der Fußgängerzone eingebaut. Es ist eigentlich genauso geblieben, also es gibt jetzt keine Veränderung. Ich habe hier vorne noch einen kleinen Außenbereich gemacht. Also hier kann man sich halt auch hinsetzen. Also das ist so eine Art Außenbereich oder Terrasse und hier halt einfach noch einen Zaun, damit man halt nicht so direkt in der Fußgängerzone sozusagen drin sitzt. Dann gibt es hier noch einen Süßigkeitenautomaten. Und ja, genau. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Haus so findet hier in der Fußgängerzone und ob euch das gefällt. Und dann, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, haben wir hier noch eine freie Baulücke. Ich glaube, die ist jetzt 18 Noppen breit. Da könnt ihr mir auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, was da für ein Geschäft hin soll. Also es soll auf jeden Fall im unteren Stockwerk wieder ein Geschäft rein, weil hier in der Fußgängerzone runter haben wir auch einige Geschäfte. Also in allen Häusern eigentlich. Hier zum Beispiel das Autohaus und hier ein Lego Store. Deshalb würde ich das da auch wieder gerne fortsetzen. Ja, genau. Dann bedanke ich mich bei euch noch ganz herzlich bei 10 Abonnenten. Das ging jetzt echt sehr flott. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, genau. Also im nächsten Video werde ich euch dann wahrscheinlich ein Geschäft aus der Fußgängerzone zeigen, das ich auch selber gebaut habe. Und ich versuche jetzt immer jeden Sonntag ein Video hochzuladen. Ja, genau. Und das war's dann eigentlich schon. Und dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Like, schreibt gerne einen Kommentar und tut meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.